Von Kind an hatte ich meinen Vater kämpfen sehen. Er sagte oft, wenn ich Sängerin wäre, würde ich die Bühne erobern. Ginge ich ins Kloster, würde ich Äbtissin werden. Denn meine Leidenschaft kenne keine Grenzen. Was mein Vater mich lehrte, war nicht die Technik, sondern der Gedanke, der dahinter stand. Es war die glücklichste Zeit meines Lebens. Vor langer Zeit erwies man mir die Ehre, mich zum Vorsitzenden des Bundes der Kampfkünste zu machen. Der war ich nun 30 Jahre lang und bin alt geworden. Es ist Zeit für frisches Blut. Mein Nachfolger ist schon bestimmt. Doch vorher werde ich noch einmal kämpfen. Gegen euren Besten. Er kämpft gut. Wie heißt er? Year Wen. Die Freunde im Norden sind skeptisch. Sie halten nicht viel von diesem Kampf. Denken Sie noch einmal darüber nach. Dann gibt es kein Zurück mehr. Es ist besser, voranzugehen, als stehen zu bleiben. Ich gehe voran. Was ist, wenn ich nicht mehr zurück kann? Dann muss ich dir das Vermächtnis der Familie Gong wieder entziehen. Die letzten Worte deines Vaters waren, sind meinetwegen nicht auf Rache. Kung Fu. Zwei Worte. Waagerecht und senkrecht. Nur der gewinnt, der stehen bleibt. Stimmst du mir zu?